Guten Morgen. Wir fahren jetzt von Garmisch in die Schweiz. Ja, und über unsere Reise berichten wir euch dann etwas. Jetzt sind wir am Grenzübergang von Deutschland nach Österreich. Bis später. Jetzt haben wir gerade getankt hier in Österreich an der ersten Tankstelle, der Diesel 1,249. In Garmisch-Partenkirchen hat der Diesel gekostet 1,749. Also ein Riesenpreisunterschied. Wenn ihr in die Schweiz fahrt, solltet ihr auf jeden Fall vermeiden, dort zu tanken. Wir haben da Dieselpreise von 1,87 Franken gesehen. Das entspricht ungefähr 1,75 Euro. So, nun sind wir in der Schweiz und wir haben gerade an der Grenze unsere Schwerlastabgabe bezahlt. Da unser Wohnmobil über 3,5 Tonnen wiegt, mussten wir an der Grenze die Schwerlastabgabe zahlen. Wir haben da die Variante für 10 frei wählbare Einzeltage innerhalb eines Jahres genommen. Das hat 32,50 Schweizer Franken gekostet. Unser Ziel war eigentlich der Campingplatz Silvaplana bei St. Moritz, aber leider war der gerappelt voll wegen einem Surfwettbewerb. Aber man hatte noch Notplätze oben an der Korwaldsbahn. Der Nachteil, der Platz war sehr schräg und man hat uns gleich darauf hingewiesen, dass man gute Keile braucht und man hat auch einen Stromanschluss vom Campingplatz mitbekommen, weil sonst hätte man da oben keinen Strom nehmen können. Also die Aussicht da oben war natürlich toll, aber es gab keine Fähr- und Entsorgung, sondern nur Strom da oben. Aber gegenüber war die Abfahrt von der Kovacbahn, da konnte man sich Wasser holen, wenn man welches gebraucht hat. Und dort konnte man auch auf die Toilette gehen. Das war keine Schwierigkeit. Also dieser Stellplatz lag auf 1850 Meter Höhe und man hatte einen tollen Ausblick. Es geht sehr bergunter. Was du brauchst, gute Keile und sehr gute Bremsen. Nach unserer Ankunft waren wir in der Kovac-Talstation noch einen Kaffee trinken. Da ist ein Kaffee und Restaurant. Der Cappuccino kostet allerdings 6,50 Franken. Aber dafür sind die Tassen auch nur halb so groß wie in Deutschland. Ja, aber es war sehr nett da oben. Und der Kuchen hat auch fantastisch geschmeckt. Der Grund, warum wir nach St. Moritz gefahren sind, war ganz einfach. Meine Tochter wohnt und arbeitet dort und ich hatte sie durch Corona 2 Jahre nicht gesehen und ich habe mich jetzt wahnsinnig darauf gefreut, meine Tochter wiederzusehen und konnte kaum erwarten. Und am nächsten Morgen sind wir dann mit meiner Tochter die Korwaldsbahn hochgefahren. Die Mittelstation liegt bei 2700 Meter. Und die Bergstation liegt bei 3.300 Meter. Insgesamt ist der Korwac 3.451 Meter hoch. Und es war ein sehr beeindruckendes Erlebnis und ein tolles Panorama. Gestaunt habe ich, dass mir meine Tochter erzählt hat, sie wäre da schon mit Skiern runtergefahren. Das konnte ich mir jetzt im ersten Moment gar nicht so richtig vorstellen. Aber Respekt! Das war 100 Pluspunkte. Das hier oben ist übrigens die Gipfelstation des Korwac. Nachdem mir die Tochter erzählt hat, dass sie noch einen schöneren Berg kennen würde, sind wir nach einer Pause dann wieder ins Tal gefahren. Und wir waren schon sehr gespannt, welchen Berg sie uns jetzt noch zeigen möchte. Das Panorama hier ist wirklich einmalig. Ja, meine Tochter ist dann mit uns zum Punt Muragel gefahren. Das ist ein Berg zwischen St. Moritz und Pontresina. Pontresina galt früher als Bergsteigerort. Ich glaube heute immer noch. Also wir sind dann mit einer Standseilbahn hochgefahren, so ähnlich wie in Seefeld in Tirol. Und der Muatas Muragel ist 2454 Meter hoch. Und man hat eine wahnsinnige Aussicht da oben. Und das im Hintergrund sind die höchsten Berge hier im Engadin. Alle zwischen 3900 Meter ungefähr. Und der höchste Berg ist natürlich der Piz Bernina mit 4049 Meter. Alle Berge da oben waren Mitte August noch schneebedeckt. Also
war wirklich sehr beeindruckend. Ja, nachdem wir denn da oben einige Zeit gewandert sind und Murmeltieren zugeschaut haben, wie sie auf der Wiese spielen, sind wir dann langsam Richtung Hütte gegangen, beziehungsweise auf dem Bergrestaurant und ein Hotelbetrieb dabei. Bis jetzt leider mit dem Film. Leider nicht absichtlich bist du mit dem Film. Was mich noch sehr beeindruckt hat, außer dieser Landschaft, war die Tatsache, dass meine Tochter uns erzählt hat, dass sie mit ihren Bekannten dort oben sehr oft wandern geht. Das hat mich etwas erstaunt, aber auch sehr erfreut. Da das Wetter leider immer schlechter wurde, haben wir es dann vorgezogen, mit der Bahn wieder ins Tal zu fahren. Auf jeden Fall war es ein wunderschöner Tag. Übrigens, auf dem Stellplatz hatten wir nachts nur 5 Grad und waren froh, dass die Heizung ging. Guten Morgen, liebe Reisemobilfreunde. Das ist unser Ausblick beim Frühstück. Ist das nicht ein tolles Panorama? Nach wunderschönen Tagen hier in Oberengadin sind wir dann morgens ganz früh bei traumhaftem Wetter aufgebrochen und zurück über den Julia-Pass zum Bodensee zu fahren. Vorher mussten wir allerdings noch einmal runter zum Silvaplaner Campingplatz, die Rechnung bezahlt und das Stromkabel, das man uns zur Verfügung gestellt hatte, zurückgeben. Also ihr seht, da ist gleich die Einfahrt vom Korvac Parkhaus. Es ist vom Stellplatz, also wirklich toll, nur da oben ist es nachts schon Mitte August ein bisschen kühl. Wir hatten teilweise Nachttemperaturen von 4, 5 Grad. Gott sei Dank ging trotz der extremen Schräglage wenigstens die Heizung, sodass wir nachts nicht frieren mussten. Aber jetzt schaut euch die Strecke an, die hier zum Campingplatz geht. Durch diesen kleinen Ortsteil hier, der Ortsteil heißt übrigens Surlay. Eigentlich sehr schöner Name. Hatte immer gedacht, das ist mehr ein Frauenname. War ganz erstaunt, dass ein Ort so heißt. Ja.
In der Schweiz gibt es eine Internetseite, da kann man nachschauen, welche Pässe man mit einem Wohnmobil gut fahren kann und welche man besser meiden sollte. Den Julia-Pass kann man auch mit einem langen Wohnmobil sehr gut fahren. Julia-Pass. Ja, berghoch ist man natürlich froh, wenn man genügend PS unter der Haube hat. Und vom Julia-Pass ging es eigentlich nur noch bergab bis zum Bodensee. Die Strecke war Julia-Pass, Chur, Bregenz und dann zum Bodensee. Eine wunderschöne Strecke, vor allen Dingen bei so einem Traumwetter, wie wir es an diesem Tag erwischt haben. Gut, man hat viel zu tun, wenn man fährt. Es gibt viel Kurven und viel zu lenken, zumindest bis hinter Chur. Aber das Panorama, es lohnt sich einfach. Wunderschön hier in den Schweizer Alpen. Irgendwie etwas anders wie in Österreich. Vor allen Dingen auch die Preise. Es geht steil bergab. 10% Gefälle. Na, das ist doch schon was. Sieht man so schöne breite Straßen der Schweiz. Ja, die gehen ja noch. Die gehen ja noch. Wir haben gestern noch was viel Schlimmeres erlebt. Die Straße war so eng, die wurde mit einer Ampel geregelt. Da passte nämlich wirklich immer nur ein Auto auf diese Straße oder in diese Straße. Also war schon ein bisschen abenteuerlich. Jetzt kein Bus. Ui, hier ist es auch abenteuerlich. Man sieht's. Uiuiuiui. Ja. Ach Gott, die Welt hat uns wieder. Gott sei Dank. Selbst da oben stehen noch, ja, Bauernhäuser, würde ich sagen. Unglaublich, unglaublich. Aber wunderschön. Es ist schon eine andere Welt hier, das muss man schon sagen. Ja, wir sind bei wunderschönem Wetter am Bodensee angekommen, haben uns dort noch 2 Tage aufgehalten, haben das Wetter und den See genossen. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund. Wenn euch der Film gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Besonders freuen wir uns natürlich über ein Abo. Alles Gute wünschen euch Rainer und Gudrun. Bis dann. Tschüss.